Die Superreichen in der Räterepublik. Norbert Nelte, Philipp als demokratische Räterepublik. Wie, was? Ich dachte bisher, in der Arbeit der Räterepublik gibt es keine Reichen mehr. Die werden vom Arbeiterstaat mit den anderen gleichgestellt. Richtig. Nur die anderen sind auch superreich. Wir alle sind superreich. So gesehen, letztlich normal. Aber in der DDR waren doch alle, außer der herrschenden Klasse, der führenden Funktionäre, viel ärmer als die Arbeiter im westdeutschen Kapitalismus. Widerrichtig. Bloß, das war nur ein kleinbürgerlicher Sozialismus. Eine Funktionärsdiktatur. Kein marxistischer Sozialismus. Eben keine Räterepublik. Wie kam denn das? Es gab 1917 in Russland von den Bewohnern nur 2,5% Arbeiter. 80% waren Bauern. Wie in Afghanistan. Somit konnte Stalin leicht nach Lenins Tod 1924 seine schleichende Konterrevolution durchführen und alle marxistischen Theorien in ihr Gegenteil verkehren. Funktionäre können von außen einfach keine optimale Arbeitszeitverkürzung für die Produkte organisieren. Das war auch nicht in ihrem allgemeinen Interesse. Aber die Arbeiter im Betrieb können das. Die Ingenieure in der Arbeitsvorbereitung, die Mechaniker an den Maschinen und die Betriebswirte der Kostenanalyse und Wirtschaftlichkeitsrechnung. Sie hatten dies ja im Kapitalismus auch immer gemacht. Da werden sie das ja in Eigenregie weitermachen können. Der Unterschied wird nur sein, dass die Arbeiter die Rationalisierung im Kapitalismus machen mussten, damit der Kapitalist ihre Kollegen entlassen konnte. In der Räterepublik aber machen sie die Rationalisierung, damit alle entweder ihre Arbeitszeit kürzen können oder allgemein der Reichtum steigt. Karl Marx sieht deutlich, dass der Reichtum in der Räterepublik massiv steigen wird. Zitat: In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung des Einzelnen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, nachdem Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern das erste Lebensbedürfnis geworden, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch die Produktivkräfte gewachsen sind und alle Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums voller fließen. Erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Zitat Ende. Karl Marx, Kritik des Gotha-Programms, MEW, Band 19, Seite 21, Link 1. Und auch Leo Trotzki spricht von den Bedingungen, ab wann der Reichtum uns in eine Welt ohne Geld führen kann. Zitat: Für den Anarchismus charakteristische Forderungen wie die Abschaffung des Geldes, die Abschaffung des Arbeitslohnes oder die Aufhebung des Staates und der Familie können nur als Musterbeispiel
von mechanischem Denken Interesse beanspruchen. Das Geld kann man nicht willkürlich abschaffen und den Staat oder die traditionelle Familie nicht aufheben. Sie müssen ihre historische Mission erfüllen, kraftlos werden und vergehen. Der Geldfetischismus empfängt erst auf jener Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung den Todesstoß, auf der ein unaufhörliches Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums den Zweifüßlern das Geizen um jede Minute mehr Arbeit und die demütigende Angst um die Größe seiner Ration abgewöhnt hat. Mit dem Verlust der Fähigkeit, Glück zu bringen oder in den Staub zu werfen, wird sich das Geld in einfache Rechnungsbelege zur Erleichterung der Statistik und der Planung sich verwandeln. Noch später wird es wahrscheinlich auch solcher Quittungen nicht mehr bedürfen. Doch diese Sorge können wir getrost unseren Nachkommen überlassen, die klüger sein werden wie wir. Zitat Ende. Leo Trotzki, Verratene Revolution aus Schriften Band 1, 2, Hamburg 1988, Seite 768, folgende. Link 2. Du musst bedenken, dass schon ab der Revolution niemand mehr gegen seine solidarische Natur erzogen wird und wir alle dann große Erfinder sein werden. Alle Arbeiter werden immer mehr die Optimierung der Maschinen zu ihrer eigenen Sache machen. Direkt nach der Revolution stellen wir sofort die Produktion auf ohne geplanten Verschleiß um. Siehe GenFM im Gespräch mit Dr. Christian Greiß, geplanter Verschleiß, Obsoleszenz. Link 3. Das alleine verdoppelt schon deinen Lohn. Dann haben wir schon im Sozialismus nur eine kleine stehende Armee. Im Kommunismus gar keine mehr. Weiterhin fällt die Werbung weg. Wir haben nur noch Informationen. Alle überflüssigen Waren fallen weg, die nur dafür da sind, um den Profit zu erhöhen. Wir verhindern keine Entwicklung, wie es ständig der Kapitalismus macht. Alles zusammen kann man sagen, dass wir locker in einer Generation nach der Revolution 20.000 Euro im Monat verdienen. Jeder, alle 7 Jahre das Doppelte, sind nach 21 Jahren das Achtfache. Bei 3.000 Euro im Monat wären das dann 24.000 Euro. Dann werden die Menschen sich, Zitat, das Geizen um jede Minute mehr Arbeit und die demütigende Angst um die Größe ihrer Ration abgewöhnt haben. Unser schneller Reichtum wird uns schnell in die freie Gesellschaft ohne Geld führen. Voraussetzung ist aber, dass bis dahin auch die wichtigsten Länder sich der Arbeiterunion angeschlossen haben. Aus Deutschland können wir dann ein Museum machen mit den Leuten, die lieber arm bleiben wollen, aber in der richtigen Partei. Somit können wir im Jahre 4000 als die solidarischen, geldlosen Weltenbürger immer noch bestaunen, wie die Menschen früher in der barbarischen Zeit eine Welt um Kriege und den Geldgott gebaut haben. Wir aber leben im Reich der Vernunft und haben auf unsere Fahnen geschrieben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.